Like Is von Kimco. Und hier vorne die orangefarbene sieht so ein bisschen aus, man kann es gar nicht so richtig einordnen. Könnte auch ein historischer Roller sein, irgendwie aus den 50er, 60er Jahren. Ist aber neueste Technik. Man hat so einen Weißwandreifeneffekt durch die chromen Seiten auf den Felgen, oder? Ja, also das ist, wie du sagst, ganz klassische Optik, aber moderne Technik. Und orange. Und orange. Farbe ist gut. Gibt es in mehreren Ausführungen. Einmal die klassische Orange und hinten dran haben wir dann so ein bisschen einen Tick aufwendiger stehen. Das ist diese, die heißt auch Exklusivvariante, hat dann einen matt-grauen Lack, hat dann auch einen Topcase in gleicher Farbe, gleichschließend, hat, sieht man im Cockpit jetzt nicht, das integrierte Navigationssystem, also eine sehr, also prima Geschichte für einen 125er Roller, ja. LED-Lampen sehe ich gerade. Ja, genau, hat sie auch. Das ist spannend. ABS mit drin? Die Exklusivvariante hat ein ABS, die Like S hat ein CBS-System. Also alles Euro 5, gesetzeskonform, aber das ABS ist in der Exklusivvariante vorenthalten. Hier sieht man auch hier einen sehr, sehr tiefer Durchstieg, wie man das kennt bei den Varianten, die zuerst erfunden wurden in Italien. Also wo man auch als Frau problemlos mit Rock fahren kann, oder? Das ist genau so. Hier ganz klassischer, also schöner großer Fußraum, klassischer Durchstieg. Der Roller hat insgesamt 128 Kilo fahrfertig. 128 nur? Ja. Also im Vergleich, wie wir eben das Video hatten, zu diesen großen Rollern, doch sehr, sehr handlich und gut handelbar. Er ist luftgekühlt, er ist auch gebläsegekühlt, er ist Automatik. Das heißt also, man kann diese Fahrzeuge ja ohne weitere Prüfung fahren, indem man mehrere Fahrstunden macht bei der Fahrschule und ein bisschen Theorie, muss keine Prüfung mehr ablegen, muss ein Mindestalter haben. Dann geht's los mit dem Führerschein B196, die Erweiterung. Ohne Prüfung, merkst du das? Ohne theoretische Prüfung, genau. Ja, wir merken wir hatten es auch in einem der Vorvideos angesprochen, eine verstärkte Nachfrage nach den 125er mag aber auch jetzt an den steigenden Spritpreisen liegen. Und ja, du hast es eben richtig gesagt, das ist ein gebläsegekühlter Motor, in dem Fall ein Vierventiler, Einspritzer, das heißt auch Euro 5, um die 11 PS. FPS. Ja, und die FPS hat das Fahrzeug und ist eigentlich ideal für die Stadt, für kleine Überlandfahrten. Also ja, ist schnuckelig, ist ein toller Roller. Preis-Leistungs-Verhältnis, hier liegen wir so roundabout 3,2 bei dem? Wir liegen hier nach Rabatt etwa bei 3,2 für ein Neufahrzeug. Bei der Exklusive sind es 3,8. Die hat aber, wie gesagt, dieses ganz aufwendige Cockpit mit dem integrierten Navi, ABS und halt das Topcase. So, hier sieht man auch, also das könnten zwei Helme sein, wenn man keinen Integralhelm hat, oder wird schwer? Ja, es wird schwer. Also ein Integralhelm ist gar kein Thema. Also klar geht einer rein, aber wir haben ja hier das Topcase, wo man einen weiteren Helm reinbekommt, von daher passt das. Das ist dabei, gleichschließend? Das ist bei diesem Fahrzeug dabei, genau. Okay, das ist zugelassen. Mach mal bitte an. Ich bin mal sehr gespannt. Ja. Du hast einen Schlüssel. Denn ihr habt die zum Fahren. Das sind Volumenmodelle, oder ja, bei euch? Wir haben beide haben wir als Vorführer angemeldet, sprich, die kann man Probe fahren. Man kann aber auch die mieten für einen Tag, für ein Wochenende, für eine Woche, wie man das möchte. Mal eine Tour zu machen oder sie einfach mal auszuprobieren. Genau. Guck mal, wir haben, ja, da ist jetzt ein Tacho abgebildet, aber da kann man auch, wie gesagt, ein integriertes Navigationssystem ist dabei. Also, das ist voll digital, oder? Ja. Sieht gestochen scharf aus. Ist auch. Richtig cool. Sehr, sehr, also wie gesagt, das geht per Google Maps. Ein Handy wird hier, läuft über Handy, das hier also abgelegt werden kann. Funktioniert gut. Ist jetzt nicht installiert. Ich mache es mal gerade an. Aufpasst. Das war's. 12 Volt System. Gut, dass Sie dass sie entsprechend zuverlässig starten, das ist, glaube ich, bei Kimco nicht so das große Thema, oder? Selbstverständlich. Außer man hat vergessen, die Batterie zu laden über Winter. Aber nee, machen eigentlich keinen Stress, die Fahrzeuge. So, wenn du mal gerade ein kleines bisschen Gas gibst, nur.
125er. Ja, es gibt ja nicht nur Vorteile, dass ich das einfach fahren kann ohne Prüfungen, also mit dem Autoführerschein, mit dem B, als B196. Da bitte mal erkundigen, sondern das hat auch weitere Vorteile. Die Versicherung ist glaube ich, recht günstig, wenn der Fahrer über 23 ist, glaube ich. Also, das ist hier so, zum einen sind sie Kfz-steuerfrei. Das ist schon mal grundsätzlich sehr positiv, weil weniger als nicht zahlen geht nicht. Und auch die Versicherungsprämien sind hier überschaubar. Ich will es mal grob anordnen, hängt davon ab, ob man so einen Versicherungsvertrag noch frei hat. Also lass uns einfach mal im Jahr zwischen 50 oder teilweise sogar, wir haben auch Kunden, die weniger als 30 Euro pro Jahr an Haftpflicht bezahlen. Also grenzen wir es an, zwischen 30 und 150 Euro ist man dabei. Push, wenn du mal gerade hier vorne aufmachst bitte. Bin gespannt, was drin ist. Ah, so ein kleines Handschuhfach. Da kann ich auch was reinmachen. Dann kann ich hier wahrscheinlich Taschen festmachen. Also wenn ich jetzt mal eine Einkaufstasche in der Mitte habe, oder ist das nicht vorgesehen? Das wäre die. Nee, wir würden dann wahrscheinlich, wenn du hier eine Tasche drüber machst, würde es den Lack verkratzen, was schade wäre. So, tanken, wie geht das mit tanken? Einfach ziehen. Einfach ziehen. So, und das ist natürlich auch gelockt, wenn sie abgeschlossen ist. Das heißt, du kannst da nicht aufmachen. Ah, das ist ein Schlüssel. Mhm, okay. Genau. Verstehe. E5 steht drauf, aber dein Tipp ist immer, Super Plus zu tanken. E5 ist in Ordnung. Super Plus ist immer gut, ja. Das muss geht auch. Sein. Muss nicht sein, nein. Das heißt, wenn man viel fährt, ist E5 kein Problem, oder? Nee, ist ja freigegeben für. Wir sind lediglich ein bisschen zurückhaltend bei dem E10. Na, aber E5 ist gut, das Super Plus ohnehin. So, wenn man fährt, hier vorne, die ist mal da, wenn du die mal kurz mal anlässt, eine coole Farbe, Orange. Ist natürlich, man ist so hin und her gerissen, weil man wird ja gut gesehen mit dem Orange auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schon sehr auffällig. Also mir gefällt es. Das liegt aber auch daran, du siehst, also ohne, ja, ist ein Anspritzer, läuft direkt rund, passt. Ja, wenn man den ganzen Tag im Laden ist und du hast immer grau, metallic, dunkelgrau, metallic, schwarz, matt, dann tut eine richtige Farbe einfach mal richtig gut. Und das Orange ist, finde ich persönlich, sehr, sehr schön. Und es ist einfach, ja, auch mal was anderes. Fahr mal eine Runde, vorsichtig. Natürlich draußen bitte mit Schutzkleidung und Helm. Hier sind wir auf dem Privatgelände. Einen Meter mal fahren. Was interessant ist hier das Tagfahrlicht. Du wirst gleich von mehreren Seiten gesehen. Man wird auch von der Seite gesehen, das ist auch interessant. Das heißt, auch das leuchtet so ein bisschen zur Seite weg. Handling ist natürlich Schwerpunkt sehr tief. Ja, das ist, wie gesagt, mit knapp 130 Kilo fahrfertiger ein sehr, sehr leichtes Fahrzeug. Handlich. Sehr handlich, fährt sich wunderbar. So eine Hupe hat es auch, viel wichtiger in Italien, aber auch hier. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis haben wir schon drüber gesprochen, 2 Jahre Gewährleistung. Wir haben hier ein nettes Schätzchen stehen, ich zeige es immer wieder gerne. Die ist natürlich ein Tick billiger als die Exklusivvariante. Also für ein neues Fahrzeug muss man hier so roundabout 3.200 Euro anlegen. Ja, du hast Fahrzeuge, die sind teilweise 30 Jahre schon auf der Straße. Du bist jetzt Händler, fast 30 Jahre Kymco-Händler. 26 Jahre Kymco-Händler. Das heißt, 1995 kam Kymco auf den deutschen Markt. Ich war seit 1996 dabei. Ja, macht man nicht, wenn man unzufrieden ist mit einer Partnerschaft, wie man das ja so auch bei anderen Partnerschaften kennt. Ne? Das ist eine große Marke, ein Riesenhersteller, ein Riesenkonzern dahinter. Ja, das ist genauso. Das gilt auch für die Marken, die wir eben vorgestellt haben, für Vogue, für Benelli. Hinten dran stecken teilweise Riesenkonzerne, wo man eigentlich gar nicht vermutet. Ne? Also, und bei Kymco ist es auch so, die gibt es seit, ich glaube, 1963. Und man kann sagen, so die Jahresproduktion liegt so roundabout um 1 Million Fahrzeuge. Um jetzt mal eine Größenordnung zu kriegen, das ist einfach mal 2 bis 3 Mal so groß wie die ganz großen europäischen Rollerhersteller. Also ein ganz, ganz großer Absatz finden die ja nicht nur hier in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Ja, das ist richtig. Ne?
Wobei Deutschland als Markt schon in Europa eine gute Stellung einnimmt. Fairerweise muss man sagen, der größte Markt für Kymco war immer Italien gewesen, also in Europa. Hier vorne werden wir gleich ein weiteres Video machen, die X-Town. Ein großer Roller wieder mal mit tiefem Durchstieg, also ganz anders wie der SUV-Roller, den wir gezeigt haben. Der hier vorne steht, das hier ist der DTX 360, gibt es als 125er und als 350er mit dem etwas höheren Einstieg, aber immer noch sehr bequem. Aber hier die klassische Form vom Roller. Genau, das ist im Prinzip hier auch nochmal die gleiche Karosserie für 125er und in dem Fall 300er. Hier ist es so, es ist ein bisschen traditioneller, ein bisschen klassischer. Er hat den Riesenvorteil, einer der ganz, ganz wenigen Roller mit einem glatten Durchstieg, was heute sehr, sehr schwierig zu finden ist. Also das ist ja für viele Leute, gerade ein bisschen älter, die Probleme haben, eigentlich sehr geeignet. Weiterhin haben wir hier dann auch die ganz klassischen Armaturen. Also einen richtig schönen Drehzahlmesser, noch analog. Kilometerzähler das gleiche und dann im Mittelfeld, kann man mal gerade anmachen, die sonstigen Infos, die man braucht. Also wie Kilometer, Tankstandsanzeige, Wassertemperatur. Ja, kenne ich von meinem Volkswagen T6. Der hat ja auch in der Mitte ein Digitaldisplay. Genauso wie hier. Das sind ja kleine Autos, wenn man so will. Also mit den Funktionen, die man da so hat. Ja. Ist nicht unbedingt schlecht, weil Ablesbarkeit ist nach wie vor sehr, sehr gut. Ja, total unkomplizierte Fahrzeuge, fast wie PKWs. Man setzt sich drauf, macht sie an. Also ich habe jetzt vor kurzem Roller angemacht, andere Marke, aber der stand ein halbes Jahr, angemacht ging. Das ist also wirklich unproblematisch. Ja. Ist das auch so bei Kymco? Ja, ist auch so. Hm? Wenn natürlich die Batterie nicht komplett platt ist, was da ist. Aber mittlerweile haben die ja auch Schutzmechanismen. Das heißt also, dass also keine Kriechströme mehr laufen, die Batterie dann versehentlich entladen, oder? Ja gut, bei allen Fahrzeugen ist es so, dass die Batterie sich über ein halbes Jahr entleeren kann. Wir verbauen das meistens mit, haben wir ja auch so ein Angebot. Wir verkaufen ein intelligentes Ladegerät, sprich, das den Fahrbetrieb simuliert. Das verbauen wir mit. Da haben wir einen Preis von 59,90 Euro, glaube ich, oder 59. So, der lädt die mal auf und ab dann? Der einen simulierten Fahrbetrieb, genau. Das verbauen wir, das Kabel am Fahrzeug, an einer Stelle, wo man es nicht sieht. Es wird eingeklickt, kann das Ganze an. Oder habe ich bei meinem Rasenmäher gemacht. Ja. Seitdem geht die Batterie nicht mehr kaputt. Das ist genauso. Das ist preiswerter als eine neue Batterie. Von daher verkaufen wir da sehr viele von. Also hier vorne steht sie. Ja, wenn wir gleich ein kurzes eigenes Video machen, die X-Town gibt es in einer ganz gigantischen Farbe. Bis gleich. Wir sind beim Motorradcenter in Neunkirchen an der Saar. Neunkirchen gibt es ja öfter. Hast du schon gemerkt, dass die Leute mal im falschen Neunkirchen waren? Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ganz nette oder auch teilweise nicht nette. Einmal war ein etwas älterer Herr samstags morgens hier, der sich furchtbar aufgeregt, dass seine bestellte Batterie nicht da war und wir konnten es nicht zuordnen. Es hat schon rausgestellt, hat irgendwo an Neunkirchen in NRW angerufen, hat sich dann entschuldigt, dass er, seine Frau hat sich entschuldigt, dass er so ungehalten war. Aber das sind halt ganz nette Anekdoten, die sich so irgendwo ergeben. Genau. Aber an und in der Saar gibt es nur einen Neunkirchen, oder? Bitte? Das ist Neunkirchen, hier Saar im Saarland gibt's gibt nur eins. Es nur, genau. Weil ich weiß nämlich, ich glaube, es gibt noch eins in der Eifel, es gibt also mehrere Neunkirchen. Also guck mal nach, die Postleitzahl hier. 66. Ja, jetzt. Er kennt schon fast seine Postleitzahl. Ja, aber ist auch so. 538. 538, Neunkirchen. Überlegen zwischen meiner privaten und hier, die verwechsel ich immer. Du bist schon ewig auch Motorradhändler. Zuverlässigkeit bei einer Partnerschaft ist dir wichtig, dass hier, ich sag mal, das Zentrallager ist in der Oberpfalz. Sachen sind so schnell erreichbar, dass du immer so Gags machst, dass jemand schneller irgendeinen Ersatzteil kriegt als... Das ist bei uns, wie heißt das so schön, das englische Wort, ein Running Gag. Wir hatten ja auch andere Vertretungen gehabt, teilweise, wo auch Teile dann ein bisschen schwieriger in der Lieferfähigkeit waren. Und wir haben dann immer gesagt, bei Kymco habe ich das Fahrzeug schneller als bei anderen Firmen den Ölfilter. Das ist so bei uns. Und ja, es ist aber auch wahr. Es ist nicht nur ein Gag, es ist tatsächlich wahr. Ja, das Motorradcenter Neunkirchen. Peter Seliger, vielen Dank. Wir drehen heute am 2. Mai 2022. Tschüss. Tschüss.